Es war ein Mensch, der ist bei Konflikten ist er sofort dazwischen gegangen und hat die Schwachen beschützt. So war es auch an dem Abend, wie wir gehört haben. Der ist dazwischen gegangen, um zu helfen, dass es keinen Streit gibt. Und leider Gottes ist er das Opfer geworden und leider nicht mehr jetzt am Leben. Es gibt neue Erkenntnisse im Mordfall von Bad Oeynhausen. Gestern Abend wurde ja der vermeintliche Haupttäter von Philippos verhaftet. Der Täter ist 18 Jahre alt und nach News-Informationen Araber. Der 20-jährige Philippos wurde am Wochenende nach einem Abiball von einer 10-köpfigen Gruppe zusammengeschlagen. Er starb am Dienstag an seinen schweren Verletzungen. Julius, was wissen wir denn bis dato über den mutmaßlichen Haupttäter? Im Grunde genommen nicht viel mehr als das, was du gerade gesagt hast. Die Polizei hat ja nach dem schrecklichen Angriff, nach der ersten Meldung, in der aus dem Park berichtet wurde, 10 Menschen, junges Alter, südländisches Aussehen sei die Gruppe. Man wusste nicht, wer das ist. Junge Männer mit Trainingsanzügen hat die Polizei beschrieben. Dann der schwer verletzte, lebensgefährlich verletzte Junge, um dessen Leben gekämpft wurde, der dann für Hirntod erklärt wurde, später gestorben ist. Und jetzt durch viele, viele Zeugen, Hinweise und Unterstützung der Polizei konnte die Polizei einen mutmaßlichen Hauptverdächtigen, den 18-Jährigen, der nach unseren Informationen aus Polizeikreisen aus Bad Oeynhausen ein Syrer ist, an der eigenen Wohnanschrift festnehmen. Es hat also funktioniert sozusagen durch Zeugenaussagen, durch Menschen, die den Vorfall beobachtet haben und beschreiben konnten, wer da zu sehen war, wo die hingegangen sind, wo die hingeflohen sind, konnte die Polizei jetzt nach einigen Tagen da einen ersten Fahndungserfolg erzielen und der 18-Jährige soll jetzt auch dem Haftrichter vorgeführt werden. Wahrscheinlich geht es dann um ein Tötungsdelikt. Ja, News war vor Ort. Wir haben mit dem Vater von Philippos gesprochen. Schauen und hören wir mal rein. Einerseits, ich glaube, Philipp ist hier und sieht das und freut sich umso mehr, dass so viele Leute an ihn gedacht haben und an ihn denken und diese Tat verabscheuen, die bei ihm oder an ihn verübt worden ist. Er war ein friedvoller Mensch. Er war ein Mensch, der mehr an die anderen Leute gedacht hat. Wenn er zum Beispiel nur 10, das ist jetzt Beispiel, wenn er 10 Euro in der Tasche hatte, hat er seine 10 Euro an den Leuten, die es gebraucht haben, hat das gegeben. Es war ein Mensch, der ist bei Konflikten ist er sofort dazwischen gegangen und hat die Schwachen beschützt. So war es auch an dem Abend, wie wir gehört haben. Der ist dazwischen gegangen, um zu helfen, dass es keinen Streit gibt. Und leider Gottes ist er das Opfer geworden und leider nicht mehr jetzt am Leben. Tja, Global Beam schreibt gerade in unsere Live-Kommentare, das alles ist nur noch krank hier. Nicht auszuhalten, das bringt es auf den Punkt. Auf News-Anfrage wollte sich Innenministerin Faeser nicht, Betonung auf nicht, äußern über die ausufernde Gewalt in Deutschland, über neue Statistiken und auch über das Verhalten der Politiker sprechen wir jetzt bei News Live. Ja, dazu kommen wir jetzt, Sarah. Auf deine Anfrage an das Innenministerium, ob Frau Faeser sich zum Tod von Philippos äußern will, kam Folgendes zurück. Und jetzt hören Sie bitte ganz genau zu. Bitte wenden Sie sich an die Behörden in Nordrhein-Westfalen. Warum bitte schweigt Frau Faeser zu dieser Tat? Ich muss wirklich tief schlucken, weil wir haben gerade den Vater gehört, Dimitros, der wirklich erzählt von seinem Jungen, den er verloren hat. Man hört in seiner Stimme, wie sehr er ihn geliebt hat und er kann es immer noch nicht glauben, dass er nicht mehr am Leben ist, dass das passiert ist. Ja. Das macht einen fassungslos und dass dann unsere Innenchefin von Deutschland tatsächlich sich nicht dazu äußert und auch sich nicht dazu äußern will. Ich finde, das ist wirklich ein Skandal. Und weißt du, Alex, es ist ja auch so, kann man nicht auch einfach mal Mensch sein und menschlich sein? Bei Sylt hat sich Nancy Faeser extrem schnell geäußert, ja. Und Olaf Scholz und Nancy Faeser sprechen bei anderen Vorfällen, wo es um rechts geht oder rassistische Vorfälle immer von, das ist menschenverachtend und wir brauchen Konsequenzen. Hier wird nichts gefordert, weder der Kanzler äußert sich, noch die Innenministerin. Und stattdessen gibt sie sogar noch offen und ehrlich zu, dass ihr das eigentlich egal ist. Dieses Menschenleben ist ihr offensichtlich gar nichts wert, weil die Täter einen Migrationshintergrund haben. Ich weiß gar nicht mehr, was man dazu sagen soll. Das macht einen fassungslos. Ich bin schwer betroffen. Ich glaube, die Menschen, die Mehrheit in diesem Land, die ist wirklich so schwer betroffen. Man kann es nicht mehr verstehen. Wirklich. Der entscheidende Punkt ist ja, entweder Politiker äußern sich zu allen tragischen Fällen, Unfällen,
solchen Tötungsdelikten oder sie äußern sich zu gar nichts und halten sich raus und sorgen einfach dafür, dass das Land ein sicheres oder ein sichereres wird. In dem Fall haben wir halt eine Perversion der Opferhierarchisierung. Nancy Faeser äußert sich dann über Vorfälle, wenn die Opfer- und die Täterstruktur, der Täter ist hoffentlich ein Rechter und das Opfer ist hoffentlich irgendwie benachteiligt, ob transsexuell oder ausländisch oder migrantischer Hintergrund oder dunkle Hautfarbe, dann äußert sich Nancy Faeser. Dann sagt Nancy Faeser, das ist ein Problem und Menschenfeind und seht doch, ich habe euch doch gesagt, die größte Gefahr kommt von rechts. Aber sobald eine von diesen beiden Kategorien nicht zutrifft, etwa die Täter mutmaßlich nicht deutsch sind oder das Opfer einfach nur ein Junge, der jetzt irgendwie nicht besonders auffällig ist oder nicht trans ist oder keine Ahnung, dann hält sie sich zurück und sagt gar nichts mehr. Und diese Hierarchisierung zwischen, ich nutze einen schrecklichen Vorfall aus für meine Politik, während ich andere Vorfälle, die mir nicht in den Kram passen, sollen sich die Leute in NRW drum kümmern, das ist das Perverse. Das ist dieses, Nancy Faeser geht es nie darum, welchen Schaden ist bei dem Opfer entstanden? Ihr geht es darum, welchen Nutzen kann ich aus dem Schaden des Opfers ziehen? Und wenn ich keinen ziehen kann? Ja, und Nancy Faeser hat damit auch offiziell zugegeben, dass sie uns nicht schützen will vor der ansteigenden Ausländerkriminalität, Ausländergewalt. Und Philippos musste sterben, weil wir hier so eine starke importierte Gewalt haben in Deutschland. Und es zeigt einfach wirklich ihr wahres Gesicht, dass er, ein Philippos, der so früh sein Leben verloren hatte, der sein ganzes Leben noch vor sich hatte, der ist offensichtlich als Menschenleben nichts wert für Faeser, weil es der falsche Täter ist. Stattdessen ist er eher Ballast, deswegen äußert sie sich nicht, weil er nicht in die Realität reinpasst, die sie propagieren will und die auch schlecht wäre für ihre ganze Politik, ihren Wahlkampf. Und das, was hier passiert, das, was wir erleben, das sind keine Einzelfälle, das sind keine Zufälle. Es ist im Grunde die logische Konsequenz dessen, was hier passiert, dass nämlich leider wir uns offensichtlich sehr viel Aggressionskultur, ich sag's mal so, ins Land importiert haben. Und auch das ist keine rechte These. Es ist ja nun mal Fakt. Es wird ja gerne immer abgestempelt. Es ist das, was wir täglich erleben. Und diese Auswüchse, die wir sehen hier mit Philippos und den vielen anderen Opfern, das ist ja im Grunde, ja, wie soll ich sagen, das ist im Grunde die Spitze des Eisbergs, die aber besonders dramatisch ist und die uns dann quasi als Mahnmal dasteht für das, was wir hier in Deutschland erleben und für das, was wir auch in Zukunft in Deutschland wahrscheinlich immer schlimmer erleben werden. Naja, wir haben ja jetzt mit Philippos, das ist natürlich das dramatische, schrecklichste, schrecklichst mögliche Beispiel. Wir haben die Videos gesehen aus Gera und anderswo aus Bayern, das einfach sozusagen die Spitze des Eisbergs belegt. Aber wir haben ja auch, Tara, du warst in der Bundespressekonferenz von der Antidiskriminierungsbeauftragten des Bundes, Ferda Attermann, die ja nicht dafür bekannt ist, unbedingt migrationskritisch zu sein, zugegeben, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes erkennt, dass Kinder in Deutschland wegen ihrer deutschen Herkunft in Schulen und Klassenzimmern auf Pausenhöfen gemobbt und gepiesackt werden. Und dieses Mobbing und Piesacken, das geht dann irgendwann über in Gewalt und Schläge und gibt mir dein Pausenbrot bis hin zu Klamotten abziehen oder eben in den Bereich, wo es dann auch schwer verletzt und lebensgefährlich wird, wenn immer mehr Messer im Einsatz sind, was ja das parallel laufende problematische Phänomen ist, dass sich da eine gefährliche Emulsion ergeben kann. Ja, diese Zahlen belegen halt jetzt wirklich, wie dramatisch die importierte migrantische Jugendgewalt ist, die wir in Deutschland haben. Und ich meine, alle Menschen im Land hatten ja auch schon immer so ein Gefühl, weil es einfach der Realität entspricht und deren Stadt schon auf dem Dorf, ja auf dem flachen Land, dass sie Angst haben, dass da schlimme Vorfälle passieren. Und es zeigt halt, es ist kein Gefühl und es ist so schlimm, dass genau deshalb Innenministerin Faeser und Olaf Scholz eben nicht dazu was sagen, denn die Menschen brauchen ja auch irgendwann ein Zeichen, um zu wissen, jetzt erkennen sie das Problem, jetzt gehen sie es an. Aber so sind die Bürger ja auch immer in so einer Dauerangst, in so einem Dauerlebensgefühl, es wird immer schlimmer, es ändert sich nichts, Sarah, die Politiker ignorieren es. Es ist ja nicht das Gefühl, es ist die Realität, ne? Ja, entschuldige, sagte bitte. Ich ja. Ja, ja. Musst du mir zuhören, Alex? Ich hör dir zu. Ich bin immer ganz Ohr. Entschuldige bitte. Ja, aber erwischt. Ich guck natürlich nebenbei immer so ein bisschen auf die Kommentare, ganz klar, die auch wichtig sind für unsere Sendung und versuche im Grunde an allen Fronten hier quasi mitzukämpfen. Deswegen musst du entschuldigen, wenn ich einen Aspekt gerade nicht so richtig mitbekommen habe. Hier schreibt zum Beispiel Nadine Lukas und auch das ist das, was die Menschen wahrnehmen. At News. Mit ihrem Schweigen zum Mord an Philippos schlägt sie den Eltern mit der Faust ins Gesicht. Wie kann man nur so herzlos sein? Und das ist das, was wir hier im Grunde auch die letzten Minuten diskutieren. Und man merkt, es geht ja nicht um Empathie. Es geht um Macht. Es geht um Macht und alles, was den Machterhalt gefährdet oder dran kratzt, das wird natürlich
ignoriert. Und das ist das Phänomen, was wir hier gerade erleben, oder? Naja, man kann ja auch machtgierig sein und trotzdem ein Herz haben. Also ich glaube, das ist definitiv möglich, denn bei Politikern, die lieben ja allgemein die Macht. Aber unsere Politiker in der Ampelregierung, die sind eiskalt. Und wir haben ja auch nicht nur Nancy Faeser gefragt, warum sie sich nicht äußert, sondern wir haben ja auch Olaf Scholz angefragt, warum er sich nicht zu Gera äußert, warum er sich nicht zu Bad Oeynhausen äußert. Und bei Olaf Scholz war ich auch ein bisschen verdutzt, weil da wurde dann einfach eine alte Regierungserklärung geschickt, ein Link, das war's. Und ich dachte, das wäre ein Versehen. Also rufe ich an bei der Regierung und sage, ja, bei der Pressestelle, ja, war das ein Aus Versehen? Dann sagen die zu mir, nee, Frau Rüffler, Sie kriegen nicht mehr. Und dann war ich so fassungslos, weil ich natürlich auch emotionalisiert bin als Mensch, nicht nur als Journalist. Und dann sage ich zu ihr, ja, also irgendwann ist man schon als Journalist fassungslos, wenn man gar keine Antwort kriegt auf so eine Anfrage und dass der Kanzler sich nicht zum Fall äußert. Ich meine, in der normalen Welt wird doch jeder Bundeskanzler nicht eiskalt sein, sondern ein Herz haben bei so einem Fall, zum Telefon greifen und die Familie anrufen und sagen, ja, ich komme vorbei, mein Beileid. Ja. Aber er schweigt einfach, er sitzt es aus. Sowas Eiskaltes habe ich noch nie in Deutschland erlebt von der Bundesregierung.